Was macht Casey? Olli. Hau raus. Philharmonie. Wo wollen wir hin? Philharmonie. Wo wollen wir hin? Wo wollen wir hin? Wo wollen wir hin? Philharmonie. Wo sind wir jetzt? Philharmonie, Junge. Yeah, yeah, shit. Cruising down the street in my 6-4. Cruising down the street in my 6-4. 6-3 da hinten! Wo sind wir jetzt? An der Fälle! Ich get it! Da wird when I pull up on the block! Boy, crazy shit. Yeah, the stupid shit, man. Dope. Hey, yo, Easy. Hey, man, we should come off the piano for a minute, man, and bust this crazy shit. Woke up quick at about noon. Just thought that I had to be in Compton soon. I gotta get drunk before the day begins. Before my mother starts bitching about my friends. About to go and damn near went blind. Young niggas at the pad throwing up gang signs. Ran in the house and grabbed my clip with the Mac-10 on the side. Slapping the hoes, went to the park to get the scoop. Knuckleheads out there, go shooting some hoops. A car pulls up, oh, and it's El Camino rolling Kilo G. He rolled down his window and he started to say, it's all about making that GTA. Cause the boys in the hood are always hard. You come talking that trash, we'll pull your car. Knowing nothing in life, but to be legit.
cause I ain't said shit. The bee go off? Ich wollte Olli North machen. Aua. Aua. The bee go off? Was war das denn, Digga? The bee go off. 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 Travel like the narco, narco. Got dope like Pablo. Pablo, cut dope like, Pablo. Jim Powell. Cut dope, oh, trap trees with the Draco. Draco, on enough, got Diego. Maximale Stufe. Say hasta luego, two angles. We'll be in rapid kilo. Yeah. Snub nose with potato. Straight out the jungle. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Glaubst du, Dave macht den jetzt? Ja, diesen Try? Ja, wenn du glaubst, den landet diesen Try? Ja? Sonja! Gnarly Sesh. Oh, Alter. Was hältst du davon? Nein. Fuck. Jetzt wir. Casey. Hä, wieso? Du bist doch nicht dran. Ja, okay, stimmt. Casey. Casey ist letzter. Wenn ich Eier hab. Okay, okay. Nicht direkt einfach sowas Fieses. Wenn du Eier hast, fragst du diese alten zwei Herren, ob sie in ihrer Jugend mal Damenunterwäsche getragen haben. Los! Ja, gut. Entschuldigung. 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 Ich habe eine Frage. Und hat geklappt? Ehren-Eier, Digga. Ehren-Eier. Wenn du Eier hast, gehst du zum Longboarder und fragst ihn, ob er weiß, dass er ein Poser ist. Los. Los, 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 los. Entschuldigung. Wollte fragen, ob die wissen, dass sie ein Poser sind. Ich will nur sagen, dass sie ein Poser sind, mehr nicht! Hä? Er nimmt es als Kompliment! Wenn du Eier hast, dann sagst du es zu dieser Frau da. Entschuldigung, wo haben Sie den Rock gekauft? Weil ich würde den gerne auch tragen zum Skaten. Ist einfach weitergegangen. Hey, Entschuldigung. Ich wollte einmal fragen, woher Sie dieses Kleid haben, weil ich das auch gerne hätte zum Skaten. Ja, ich finde, das sieht ziemlich gut aus. Vor allem, er nimmt das noch auf. Ich kenne den gar nicht.
Auch so ein Schulprojekt und so, ja, okay. Jetzt über die Corona-Ferien. Ja. Und da wollten wir ihnen halt einfach Fragen stellen. Wir wollten, ja, ist gut. Okay, also erstmal so ganz grundlegende Dinge, wie zum Beispiel, denken Sie, dass diese Hamsterkäufe übertrieben sind? Ja, ganz klar. Ich habe kein Klopapier gehamstert. Okay, das ist gut, das sehe ich auch so. Ja. Und dann die zweite Frage. Wann haben Sie denn Ihre Jungfräulichkeit verloren? Das sage ich nicht. Okay, das ist auch nicht so schlimm, aber... Und dann noch, also jetzt so die aktuellste. Und zwar, es ist ja bald, wird es Mundschutzpflicht geben. Ja. Haben Sie schon Mundschutz gekauft? Ja. Ja? So ein großes Pack oder denken Sie, kommen mit drei aus? Ansonsten bin ich der Meinung, dass die Schutzmaßnahmen schon Sinn machen. Denn es gibt ja weniger Ansteckungen. Immer mehr Menschen sind aus der Quarantäne raus. Ich würde gerne meine Mutter zeigen, dass Engel existieren. Das kann ich, glaube ich, nicht. Entschuldigung, darf ich sie eventuell aufzeichnen? Weil ich würde gerne meine Mutter zeigen, dass Engel existieren. Ah. Ah, komm, der war schon gut, oder? Ja. Weiß ich nicht. Nicht so hart, Junge. Ihr sag ihr einfach nur, dass du sie wunderschön findest und ob du ihre Nummer kriegen kannst. Okay. Okay. 3, 2, 1. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich wollte nur sagen, dass ich sie wunderschön hübsch finde. Dankeschön. Und dürfte ich ihre Nummer haben? Die Nummer? Ja. Wie alt bin ich, glaube ich, ne? Ja. Ich bin 15. Kann man nicht glauben, ich bin halt wunderschön. Das ist halt so. Ach, ich sag ihm, dass ich es erlöschen soll. Aber vielleicht kann ich das meiner Mutter zeigen und sagen, dass Engel existieren. Ups, sie ruft die Polizei. Warte. Hanit, wenn du Eier hast, gehst du zu diesem Cracky da hinten und sagst ihm, Igor, willst du kämpfen? Und dann machst du so den, als würdest du mit ihm kämpfen wollen. Nein. Was komm, Junge. Ich immer wegrennen. Ist echt so, Junge. Du darfst nicht so, ey. Nein, der hat Leben verloren. Du hast Leben verloren. Du hast Leben verloren, wenn du mit Fahrrad machst. Wenn ja, du komm. Mich dann boxen will, Alter, dann kommt ihr auf die Fresse. Chill, der boxe ich ihn. Ich bin da, Digga, im Nutsch. Okay, ja, Mann. Ey, Granit. Ey, Igor. Willst du kämpfen? 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 Igor will nicht kämpfen, Blät. Ahui. Den beiden da und sagen, wunderschöner Arsch, wunderschöne Titten. Casey nimmt den Arsch, Daniel nimmt die Titten. Boah, Junge, das, ich, das ist hart, ne? Blackout. Cut, cut. Was? Gehst du zu diesen zwei Girls da hinten und sagst, Entschuldigung, bist du nicht Sonja? Und dann, wenn sie sagt nein, dann schreist du in ihr Gesicht, Sonja! 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 Entschuldigung, sind Sie nicht Sonja? Weil ich kenne Sie irgendwoher. Heißen Sie nicht Sonja? Nein. Ach so, okay. Sonja! Wie heißt die Sonja? Papaya. Ey, wenn die Sonja heißt, Junge, ich soll direkt hier auf die Knie. Das wäre noch lustiger, wenn die Sonja heißt. Ey, was macht der? Was macht? Der packt mir eine Nummer. Junge, Pause, Alter! Oh mein Gott. Was hältst du davon? Ich finde das sehr smooth. Smooth? Ja. Und was hat er gemacht mit seinen Fingern? Ich glaube, das kann nur Casey nachmachen. Nein, ich glaube, das kannst du nicht. Mach du. Der Flexer, Alter! Casey hat Nummer bekommen. Ja. Chef, Junge, Chef. Granny. Ja, on überlassen, top. Lass mit. Oh. You got the number, ich got it! Ey, guck mal jetzt, yo, boys in the room! Chef, Junge. Hä? Willst du hier schreiben? Nee. Guck mal, typisch Fuckboy, Alter. Einmal Nummer bekommen, jetzt direkt Fuckboy, oder was? Oh, fuck. I got up this morning, and I saw something for the United States of America. So I got Nappy Roots in here. I got Big Al 360 in here. This is Grand Street Certified. And today, you're gonna see another street boy.
bike. This motherfucker stole the bike. What you think, like? No. Du bist hässlich.